meine lieben Schwestern, meine lieben Brüder, unter welcher Perspektive leben wir? Was haben wir bei unserem Leben im Blick? Man kann unterschiedliche Dinge im Blick haben, ganz unterschiedliche Zielpunkte. Aber vor allen Dingen im November kommt uns das ja immer deutlich vor Augen, wenn wir vielleicht sogar Friedhöfe besuchen oder wenn wir am Grab eines geliebten Menschen stehen. Unweigerlich ist der Zielpunkt der Tod. Unausweichlich. Egal welches Leben man gelebt hat, egal unter welchen Umständen man gelebt hat, arm, reich, verkommen, einigermaßen anständig, das ist der Zielpunkt. Unter welcher Perspektive leben wir? Vor diese Frage stellt uns das Evangelium heute. Leben wir sozusagen, und man soll nicht denken, dass das altmodisch sei, unter der Perspektive der Sadduzäer? Das ist höchst modern. Die glauben nicht an die Auferstehung. Wie viele Zeitgenossen, auch sollen Christen darunter sein, nicht an die Auferstehung glauben. Deren Zielpunkt ist der unausweichliche Tod. Punkt. Alles andere, sagen wir dann, hören wir dann, lesen wir dann, ist Spekulation. Und dann fängt man eben an, solche Dinge zu konstruieren. Was ist denn dann wann? Und dann passt das doch irgendwie gar nicht zusammen, wie das hier mit dem Beispiel der Leviratsehe ist. Und wir verlieren uns in den Ordnungen und Denkstrukturen dieser Welt, die eben mit dem Tod aufhört. Dafür kann man viele Namen haben, aber bitte nicht Christentum. Christentum, liebe Schwestern und Brüder, unser Glaube besteht darin, dass wir unter einer anderen Perspektive leben. Der Perspektive der Auferstehung. Jesus macht es uns so deutlich und eigentlich einfach im Evangelium heute, wenn er das Alte Testament sozusagen mit den Sadduzäern nicht gleich mit wegräumt, sondern sagt, ihr müsst es besser verstehen. Ihr müsst tiefer lesen. Die Frage, die dahinter steht, ist nämlich, wer ist denn Gott? Er ist doch kein Totengott. Wenn er sich selber nennt, bei dieser am Beginn dieser großen Befreiungsgeschichte des Auszugs aus Ägypten, der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Das sind da nicht irgendwelche Knochen, die irgendwo in der Wüste verrotten, sondern für ihn sind alle lebendig. Er ist ein Gott von Lebenden. Und so nimmt Jesus die ganze Tradition des Alten Testamentes auf und mit sich, um sie weiterzuführen, um uns tiefer verstehen zu lernen, um uns eine neue Perspektive zu schenken, die Perspektive der Auferstehung. Was sagt er uns über diese Perspektive? Er sagt, dass die Ordnung dieser Welt, die mit dem Tod endet, aufhört. Und dass es dort eine neue Ordnung gibt. Skepsis. Was heißt neue Ordnung? Worin besteht die denn? Jesus bleibt die Antwort nicht schuldig. Wir leben natürlich als Christen in der westlichen Hemisphäre in einer bestimmten Tradition. Und die lateinische Tradition des Christentums stand oft in der Gefahr, vor allen Dingen seit dem Mittelalter, zu sehr bei der Perspektive des Todes, heißt beim Kreuz Christi stehen zu bleiben und da eben Halt zu machen. Mit Verwunderung las ich letzte Woche eine Aussage von Papst Franziskus, dass er sozusagen sinngemäß versucht zu erklären, warum wir uns als Christen aufopfern müssen, um den Armen zu helfen. Weil Christus sich am Kreuz aufgeopfert hat, sagt er. Aber dann hört er auf. Seine klassische westliche lateinische Denkfigur. Es ist zu kurz gedacht, mit Verlaub gesagt. Die östliche Christenheit hilft uns da immer auf die Beine. Und die gesamte christliche Tradition hilft uns, denn das Kreuz ist nicht der Endpunkt der Geschichte Jesu. Das sollten wir wissen.
Jesus geht durch das Kreuz, durch den Tod hindurch in die neue Ordnung Gottes, in die Ordnung des Lebens, in die endgültige, bleibende Ordnung, die nicht verfällt, die keinen Schlusspunkt Tod hat, wo wir sein werden wie die Engel, die nicht mehr sterben können. Jesus sagt es im Evangelium. Wo auch die Ordnungen des Zusammenlebens dieser Welt, gar die Heirat, ein Ende hat. Und das große Gedächtnis der Kirche, nicht das so, es gibt, die Kirche hat leider manchmal auch ein sehr kurzzeitiges Gedächtnis und dann versucht sie mit der Zeit Schritt zu halten und alles plausibel zu machen, damit sie endlich auch einmal ein bisschen Beifall kriegt. Davon rede ich nicht, von diesem Gedächtnis. Das ist ziemlich dement. Es gibt ein großes Gedächtnis der Kirche. In diesem großen Gedächtnis sind solche neuen Ordnungen des Lebens gespeichert und ziehen sie sozusagen im Vollzug, sehr konkret, nicht als abstrakte Idee, als was in theologischen Büchern steht, sondern im konkreten Vollzug zieht diese neue Ordnung des Lebens hinüber in unsere Welt, damit es auch für uns nicht einfach hier nur hinter der Stirn bleibt, sondern zum Lebensvollzug wird, zur Einübung in die neue Ordnung. Lassen Sie mich einige Beispiele sagen. Das gilt vor allen Dingen für die Liturgie. Wir hier, wenn wir zum Beten zusammenkommen, folgen nicht der, das müssen wir gestehen, der erneuerten Ordnung, wie die Psalmen geordnet sind nach dem letzten Konzil, sondern wir folgen der alten benediktinischen Ordnung. Damit will ich Sie nicht behelligen mit irgendwelchen Psalmennummern, die wie geordnet sind. Der Sinn war bei Benedikt, dass er bestimmte Psalmen auswählt am Morgen, in denen Licht vorkommt, Aufgang. Damit wollte er seine Mönche und alle, die in dieser Ordnung beten, erinnern, jeder Morgen, der über dieser Welt neu aufgeht, ist ein erneutes Versprechen auf die neue Ordnung der Auferstehung. Wenn Christus einst von Osten im Zeichen seines Kreuzes, im Zeichen seiner Auferstehung, im Zeichen des Lichtes über dieser Welt aufgeht und es nie mehr Abend wird, weil diese neue Ordnung angebrochen ist. Also jeden Morgen übt man sich mit einem solchen Lichtpsalm in die neue Ordnung Gottes ein. Bei der Messfeier war das ebenso. Ich weiß, jetzt ist das wieder vermintes Gelände, wenn ich wieder darauf zu sprechen komme. Aber die erneuerte Liturgie schließt uns als Kreis zusammen. Der Priester steht frontal vor der Gemeinde und wir sind irgendwie aufeinander bezogen. In der alten Ordnung war das eigentlich auch ein Kreis, aber er war geöffnet nach Osten. Hingerichtet auf den, der kommt. Auf den, der jetzt in dieser Feier Gegenwart wird. Denn er selber ist es ja, der uns den Tisch bereitet. Er selber ist es ja, der uns in der Eucharistie das Versprechen auf das kommende Reich gibt. Und als drittes Beispiel gilt, dass wir das immer beten. Das ist uns sehr vertraut. Obwohl wir, wenn wir genau hinschauen, merken, dass die Übersetzungen immer schwierig sind. Dieses Wort kann man fast nicht übersetzen. Wir beten im Vater unser. Unser tägliches Brot gib uns heute. Aber was dort im Griechischen steht, tägliches Brot, das ist ein so spezieller Ausdruck, der auch sonst nirgendwo vorkommt. Eigentlich würde es besser heißen, das Brot von morgen gib uns. Das heißt, es ist das Brot des Reiches Gottes. Das Brot, das wir endgültig in der Ordnung der Auferstehung an seinem Tisch, wenn er die Völker zusammenruft, indem er ein großes Mahl gibt, das Brot, das wir dort empfangen, das Brot der Auferstehung, gib uns, das wir hier am Altar schon empfangen dürfen. Und als letztes Beispiel, obwohl es die meisten von Ihnen nicht betrifft, will ich es doch erwähnen, weil es immer wieder in den Zeitungen steht. Der Zölibat, liebe Schwestern und Brüder, ist eine Ordnung der neuen Welt, in der man eben nicht mehr heiratet. Ich habe ja viel Verständnis für die ganzen Artikel, die geschrieben werden. Noch nie hatten Priester so viel Mitleid erfahren. Die sind immer ganz allein. Dann sitzen die zu Hause, die können nicht kuscheln. Dann müssen sie anfangen zu trinken. Och, wie schrecklich. Ja? Da ist also wirklich, man fühlt sich wirklich herzzerreißend, dieses Mitleid. Ich hoffe, dass es immer ernst und ehrlich gemeint ist. Danke.
Aber es geht nicht um Kuscheln, nicht um Trinken und nicht um Alleinsein. Es geht um die Ordnung der neuen Welt. Dass es Menschen gibt, das gilt ebenso für Mönche und Nonnen, die in der Kirche nicht das Heute leben, sondern das Morgen. Dass das nicht einfach ist und dass man dabei abstürzen kann. Okay, ich hätte fast gesagt geschenkt, denn wir bleiben Menschen. Aber dass es dieses Zeichen geben muss, dass es lebendig sein muss, das uns sozusagen hineinreißt in eine neue Ordnung, die ja jetzt schon gilt seit Ostern, seit der Auferstehung Christi. Ist das nicht wert, gelebt zu werden? Sind diese Zeichen nicht wert, ernst genommen zu werden? Damit wir selber merken, es hört nicht mit dem Tod auf. Unsere Perspektive, unter der wir leben, ist nicht der Tod, sondern ist die Auferstehung. Und damit radikalisiert sich unsere Lebensweise, denn alle Ordnungen, alles, was wir erleben, ist vorläufig. Alles ist relativ. Das, liebe Schwestern und Brüder, ist der göttliche Relativismus, unter dem wir leben. Alle diese Wichtigtuer, diese politischen Ohrenbläser, die meinen, sie haben was zu sagen. Lächerlich, vollkommen lächerlich. Alles vorläufig. Alles vorläufig. Hinweggefegt werden die angesichts der Auferstehung. Das, liebe Schwestern und Brüder, ist die Ordnung, unter der wir leben. Das ist die Perspektive, die wir haben müssen. Denn er ist ein Gott der Lebenden. Und Jesus ist der Erste, der in diese neue Ordnung hinübergegangen ist. Und wenn wir sagen, wir sind Christen, dann sind wir nicht Theoretiker des Christentums, mehr oder weniger gebildet darin, Theologen, sondern wir sind solche, die Jesus folgen. Im Glauben, in der Ordnung der Auferstehung, die ihm nachgehen, auf dem Pfad durch den Tod hindurch und wissen, dass sie ankommen in der neuen, unzerstörbaren Ordnung des Lebens.